Und ja, um diesen Rockfall sollten wir uns wirklich kümmern, weil wir sind so oft über seine Mordbuben gelaufen, die uns einfach so angegriffen haben, genauso wie sie den Holzfäller angegriffen haben. Ich hatte eigentlich vor, beide zu erledigen, weil ich hätte schwören können, dass die Quest am Anfang, wo wir gesagt haben, wir töten einfach alles und jeden, also die Räuber alle, dass die das uns verbaut hat. Naja, auf jeden Fall haben wir jetzt dann bald alles hier abgegrast. So. Belmart. Mein Atem geht ruhig. Und noch ein bisschen Belmart. Und ja, hier sind wir jetzt bei dem Prios-Lager. Wildschweine, die Belmart beschützen. Nee, jetzt nur Wildschweine wegen ein bisschen Belmart töten, mache ich auch nicht unbedingt. Zumal, wie viel Belmart haben wir denn jetzt schon? Nicht sonderlich viel, aber brauchen wir ja eigentlich auch gerade nicht. Also wenn ich so gucke, was für Rezepte hätten wir denn? Klugheitselixier könnte Belmart und Finorsch, aber Finorsch haben wir gar keins. Doch, wir haben 10 Finorsch. Okay. Wundpulver braucht ein Raunenpulver. Ja, Gulmon-Tee ist Glas. Würselkraut und Salbenfeld bringt Heilsalbe. Salbenfeld, Giftzahn. Ah. Würselkraut, Zielwasser. Raumpulver, Finorsch und Heiltrank, ja. So, dann. Sagen wir doch mal Ronquas Handlangern hier hallo. Die fackeln halt auch nicht lange, die wollen uns alle töten. Also alle Handlanger wollen uns töten. Und es ploppen immer mehr auf.
Ein Schwert, ein Bock. Für Ardo! Alles klar. Arc Vadus. Oh, Gwendala hat eine neue Stufe erreicht. Das kann sie ja gleich nutzen, um Bogen 1 zu steigern und... Ja, geben wir ihr mal ein paar Punkte in Speere. So. Und dann hier... rein Punkt in Tier- und Pflanzenkunde. Das bin ich. Handelbus. Arc Vadus. Ja. War hier. Da. Oh, noch mehr Waffenbalsam. Ja, und hier ist Ronqua. Mein Atem geht hoch. Ja. Einbeersträucher, hui. Was haben wir denn da, Schickes? Siehst wieder aus wie einer von Humberts Versagern? Noch bist du einer der Schwächlinge vom Gutshof. Bist auch kein Sonnenanbeter. Vielleicht bist du ja für etwas zu gebrauchen. Wofür bist du mich denn gebrauchen, Hörnerschädel? Wer bist du denn, Prinz Strohkopf? Na, wir könnten uns zusammen den ganzen Wald hier unter den Nagel reißen, Schätzchen. Deine Hände und mein Kopf. Wie sieht's aus? Interessiert? Wie stellst du dir das vor? Los und ohne Schweif. Das ist ganz einfach. Der Räuber Humbert und seine Spieß gesehen haben hier, sich noch erstlich von hier verschanzt. Erledige die ganze Bande für mich. Dann gehört der Wald endlich mir. Sollst natürlich nicht leer ausgehen, Bursch. Ich bezahle dich in klingenden Gurkaden oder gib dir was unserer Beute ab. Hä, na, wie sieht's aus? Bist du Drache oder Maus? Für Gold tue ich fast alles. Also gut, ich werde Humbert für dich erledigen. Ich glaube, ich töte einfach dich und hole mir bei Humbert meine Belohnung ab. Hä? Du bist ja frech. Los, Jungs, lasst uns diesem Grünspann eine Lektion erteilen. Nein. Ich werde jetzt mal Waffenbalsam benutzen. Aufgepasst! Und eine hilfreiche Tatze mal wieder beschwören. So hat es mit dem Waffenbalsam geklappt, ja. So, Ronqua kriegt ein Blitzdichfind und einen Fulminictus ab. Ein Schwert, ein Bock. Bei meiner Axt. Halt mal deinen Wolf. Gut. Aufgepasst! Bei Angrosch war Frau Grimm, hau ihn. Folgen.
Also gegen diesen Onqua kommen diese Brenno hier schon mal ziemlich gut an. Verdammt viel aus. Er hat ja auch viel Lebensenergie. Aber jetzt lässt uns verlässt uns das Glück wohl langsam. Ach, da hinten ist noch ein Armbrustschütze. Okay. Statt der Humbert Bericht. Ronkwe und seine Schurkenbande werden kein Unheil mehr anrichten. Ich sollte Humbert von meinem Erfolg berichten. So, erstmal plündern wir. Alles, was wir so finden, vor allem. Oh, Ronkwe Steckbrief. Also die Kohle kann man weg. Gesucht, von rechtens wegen zur Verurteilung seiner Untaten. Mord, Raub, Wegelangerei, Brandschatzung und Mordbrand. Totschlag, Tempelschändung, Presserei und Fügung einer Raubesbande steht unter Acht des Fürsten vom Koschengraben zu Ferdok. Der Vogelfall bekannt unter dem Namen Ronkwe. Mhm. Okay. Haben wir dazu irgendwas von ihm? Nee, nur Saphiras Gewürze. Du brauchst Munition. So, den haben wir ausgenommen. Die haben wir alle ausgenommen. So, und wir sind jetzt voll bis oben hin. Deswegen geben wir Vorgrim wieder was ab. Ja, der jetzt auch voll bis oben hin ist. Na klar. So, Schmucksachen und Kleinzeug könnten wir Gladys geben. So, dann haben wir nämlich auch noch ein bisschen Platz. Gut. Machen wir dieses Lager hier noch fertig. Aufgepasst. Ei. Sala Abrinda. Einbären. Das bin ich. So, was hast du noch da drin? Eine schöne Ausbeute an Waffen und so. Säbel, Wurf, Beil, Armbrust. Das ist ein Zweihandhammer, ja. Ich trage bereits ein Breitschwert. Der Säbel jedoch. Nee, das ist Talent Säbel. Säbel sind keine Hiebwaffen. Nee. Können wir aber trotzdem mal gucken, dann, ob Olana was mit dem anfangen könnte, theoretisch. So, jetzt haben wir noch hier mal ein Konishis. Konchinis. Kann das eben mal noch nicht richtig aussprechen. So. Und damit haben wir Ronkas Lager gesäubert. Was steht da oben?
Ach, Wasserfall. Gut. Das heißt, wir können zu ihm zurückkehren dann. Sobald wir das nächste Mal weitermachen. Weil jetzt wird gespeichert. Let's Play 018. Und dann gibt es erstmal wieder einen Cut von mir. Also bis gleich.